Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und willkommen auf unserem ersten Tag hier auf Lombok, beziehungsweise der erste offizielle Tag mit euch. Eigentlich ist es schon der zweite, aber darum geht es ja nicht. Heute ist der erste, an dem wir was machen, und zwar gehen wir jetzt erstmal ganz klassisch frühstücken. Aber das Besondere ist, wie ihr seht, wir fahren nicht Roller, sondern wir gehen zu Fuß. Und da dachte ich, ich nehme euch mit. Und danach erkundigen wir mal einen Strand, der so eine halbe Stunde von hier weg ist. Und ich habe gehört, schon der Weg dahin ist episch. Und wenn man dann dort ist, ist es noch epischer. Und ja, seid gespannt, es wird auf jeden Fall wunderbar. Was man auf Lombok auf jeden Fall direkt merkt, ist, dass es noch viel mehr raw ist. Es ist direkt so ein ganz anderes Feeling, wenn man hier ankommt. Und auch diese Stadt hier, Kuta, also die Stadt ist halt im Prinzip eine Straße oder zwei mit so ein paar fancy Restaurants, dann ganz vielen kleinen Homestays und kleinen Barungs, die leider auch gerade echt viel zu sind. Also sind gerade sehr, sehr, sehr wenig Leute hier. Aber es ist so ein anderes Feeling, und ihr seht, hier ist einfach nichts los. Und man ist halt umgeben von Natur die meiste Zeit, was echt mega schön ist. Apropos raw, wir haben direkt einen Lizard entdeckt. Das war groß. Ja. Tschüss. Das ist jetzt hier eins der wenigen Cafés, was rausgesucht, was gerade offen hat, weil es hat echt viel zu gerade. Aber das Witzige ist, also wir sind ja jetzt erst einen Tag hier und wir haben gefühlt schon 100 Leute kennengelernt, oder? Das Café hat uns auch jemand empfohlen, und das ist wie so ein kleines Dorf und jeder kennt sich jeden, irgendwie hat man so das Gefühl. Und man kommt so ganz leicht in Kontakt mit den Leuten, was übelst cool ist, ne? Und nicht jeder so sein eigenes Ding macht. Also es ist richtig chillig. Was uns aber auch schon aufgefallen ist, ist, dass es hier überraschenderweise teurer ist als auf Bali. Also zumindest gerade. Kann vielleicht daran liegen, dass viele sehr hochpreisige Restaurants halt offen haben, weil die sich noch halten können und alle anderen vielleicht zugemacht haben. Das ist jetzt nur so meine Vermutung. Stimmt. Aber es gibt nicht so die mittelklassigen, sag ich mal, sondern es gibt entweder nur richtig teuer oder halt warum. Aber so ja. Mittelklassige Cafés sind zumindest jetzt gerade not available. Nicht entdeckt. Ja. Aber vielleicht sind wir auch einfach nur zur falschen Zeit da. Ja. Ja. Naja, genug Gelaber über Cafés. Wir lassen es jetzt kurz schmecken. Und dann fahren wir los und genießen Lombok. Was allerdings hier ein Problem ist, muss man sagen, Müll des Grauens. Also sieht man ganz oft. Ich sag mal, in Bali gibt es auch, aber da verstecken sie es besser oder räumen es halt weg. Hier eher nicht. Ja, bin ich mal gespannt auf den Strand, der ist direkt hinter uns. Ella hat einmal gesprochen und schon sind sie alle da. Ella, wie machst du das? Hallo! Ich bin lieber mit sich selbst als mit dir. Okay, es ist so krass, wir sind halt wirklich die Einzigen hier, und es ist einfach ein komplett leerer, weißer, langer Sandstrand. Normalerweise wäre der jetzt auf jeden Fall nicht leer, also das letzte Mal, als wir hier waren, waren hier schon Leute auf jeden Fall. Jetzt ist halt gerade speziell wegen Corona, aber es ist auf jeden Fall wunderschön. Es ist einfach weißer Sandstrand, und das Meer ist auch easy. Also was man da auf Bali oft hat, ist, dass man so nicht so easy ins Meer kann, weil halt immer große Wellen sind oder Riff ist. Und hier ist es halt so geschützt in dieser Bay, dass hinten halt die fetten Wellen brechen, weil da das Riff läuft. Und dann hier hat man so einen mega entspannten Sandstrand. Also zum Surfen würde ich jetzt mal 1 minus, eher so eine 6 geben. Also wenn man noch nie in seinem Leben surfen war, kann man es hier mal machen. Ich werde das Board auch mit reinnehmen, aus Spaß. Aber es ist jetzt nicht so
Ja, also man kann dann schnell zu einem anderen Strand mit einer richtigen Welle gehen. Aber so zum Chillen hier, wenn man Kiddies hat oder sowas, das ist auf jeden Fall richtig, richtig geil. Und es ist einfach so schön. Das ist echt next level. Jetzt bin ich fast hier abgerutscht. Okay, jetzt gehört ich mir jetzt hier Nasi Goreng. Ich liebe diese einfachen, aus Bambus gebauten Shacks. Finde ich richtig cool. Gibt auch mega viele von, also verhungern werdet ihr auf jeden Fall nicht. Es gibt ja sogar irgend so ein Resort oder sowas, was auch ein bisschen fancier Sachen wahrscheinlich anbietet. Aber ich freue mich über eine Nasi Goreng. Und es ist so chillig hier. Also, hallo, ich möchte gerne auch was abhaben. Und sein Freund hat auch mitgebracht. Jetzt gut. Oh, der Kleine. Gib dem Kleinen was. Oh mein Gott, habt ihr gesehen, wie viele Schiffe da hinten sind? Das sieht man von hier gar nicht so krass. Es sind so viele. Heftig. Aber es ist auch hier auf jeden Fall ein Hafen. Und ja, hier gibt es bestimmt einigen frischen Fisch, der hier täglich gefangen wird, würde ich mal behaupten. Und ansonsten muss man einfach sagen, ein wunderschöner Strand. Schön, ja. Das also, ist, obwohl das Wetter heute nicht so gut ist, ja, ist es trotzdem wunderschön. Wenn ihr noch nicht auf Lombok wart, würden wir euch schon jetzt raten. Schon jetzt raten. Mal rüber zu schiffen. Ja, allein für die Strände. Und ja, auch nochmal so generell, also es ist gerade Dry Season und in der Dry Season ist es ziemlich windig. Und zum Beispiel in Kuta, Main Beach, war es so krass windig. Ja. Aber dadurch, dass es hier so geschützt in dieser Bucht ist, ist der Strand halt immer nicht gut, so windig. Genau, immer nicht so windig. Also angenehm. Es soll wohl auch bei High Tide sollen die Wellen noch ein bisschen besser sein, also bei Flut, sodass man wirklich surfen lernen kann. Das ist jetzt kein krasser Surfbreak hier oder so, aber man kann es lernen, wenn ihr Bock habt. Das ist auf jeden Fall easy und ungefährlich. Aber es gibt auch noch andere, viel bessere Surfspots hier, zu denen kommen wir noch. Es sollte jetzt nur ein erster kleiner Eindruck sein, so wo wir so wohnen, was es hier so zu bieten gibt. Und davon kommt auf jeden Fall noch viel mehr die nächsten Tage. Ja, das war's eigentlich schon, oder? Ja. Also like gerne, wenn ihr Bock habt. Hilft uns auf jeden Fall immer sehr. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video aus Lombok. Und genau, wenn ihr Tipps habt für Lombok, schreibt sie natürlich gerne rein. Ihr habt immer so auf Instagram, kommen die immer direkt. Oh mein Gott, ihr bist dahin. Oh mein Gott, ihr bist dahin. Ja. Also wenn ihr noch ein paar Top-Tipps habt, sagt Bescheid und wir fahren vorbei. Bis dann. Tschüss.